Ja, guten Morgen, alle. Gewöhnlich, Familie sieht ihr, die den einen Gottes Segen wünschen. Und ja, der Friede Gottes hier Mohammed anzusehen. Und ja, wir jagen hier von dir mit Jüntop ein Psalm zu betrachten. Und das ist ein sehr bekannter Psalm. Und über ein sehr schöner Psalm. Und dort ist der Psalm 23. Ich glaube, dann wollten wir alle antworten, du jetzt. Ich glaube, vielleicht im Fehler, oder ja, so viel kennen wir vielleicht auswendig. Und wenn wir denken an ein Hort, ein Schub, ich glaube, dann denken wir an, du hast ein Anlehrer und du sind nur Fallier. Und wie Menschen, wir sind so als Schub, wir brücken eine Anlehrung. Und wir finden hier in diesem Psalm sehr schön, wo wir ein Wort haben und wo wir eine Anleitung haben, was du für uns sagst. Und das ist, was wunderschön ist, was wir dabei finden. Ja, werden wir einmal den Psalm lesen, Psalm 23. Die Überschrift sagt, der gute Hirte. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Und wenn ich auch im finsteren Tal wandere, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, und schenkst mir Überfall ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen und ich werde immer da im Haus des Herrn bleiben. Ja, wir finden hier dort der Psalm David, stell wie an zu Pferde, hör Kenntnis von dort, wie aus einem jungen Jungen in Hort, er hat seinen Vater, seine Schubter, er werden. Und wir stellen uns auf Heimat in so ein gutes Bild gehört haben, von dem er konnte so richtig aussprechen. Und auch mit den Erfahrungen, die er im Leben gehört hat, wird wieder, dass er das belebhaft ja, wie sein. Und wir fingen hier im ersten Vers, der erste Gedanke, den wir fingen, dort ist der Herr. Wir finden, dass das Hort, das ist ein göttlicher Hort, das ist nicht bloß irgendein Hort. Das Wort, wo du stehst, Herr, groß geschrieben, das Wort Yahweh. Das ist Gott sein Name. Und das ist ein Hort, wo du nicht irgendein Hort ist. Und wir finden das auch in Johannes 10, Vers auf, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So, wir wollten dort Jesus als Gott und heute als der gute Hirte, wo du seine Schub werden wird. Und dann fingen wir den nächsten Gedanken, dort David sagt, der Herr ist mein Hirte. Dort ist ein ganz persönlicher Hirte. Dort ist nicht eins Hirte, Johann sagt auch, aber David sagt, das ist mein Hort. Das ist ganz, ganz was Persönliches. Wenn wir an denken, dann bis mal ein Beispiel und gedacht, dass wir würden ein Hort sein und wir würden diesen Schub haben, würden wir für die alle Eva rein oder zur gleichen Zeit sein können, wenn das einmal sozusagen, mir würde zu Glück fehlen, dass wir alle zu Glück würden für das sein oder das Segen oder was immer. Dort können wir uns ganz hastig übertalen, dass es unmöglich für einen menschlichen Hort. Und Jesus ist aber im Gegenteil, er ist allgegenwärtig und er ist zu jeder Zeit für jeder Einzelnen da. Das ist für ihn, als wenn er bloß einen Schub wird haben, für das er zu sagen hat. So kann er von jedem einen sagen von uns. Und dann fingen wir auch den nächsten Gedanken, mir wird nichts mangeln.
David sagt, antwortet und nicht fehl. Ich denke nicht, dass er hier und denken wird und dort am dort am nicht wird fehlen, wird am jankern wird. Aber er hat eine ganz Sicherheit in sich, dort antwortet und nicht fehlen, wird er bedürftig ist. Er kann ganz im Vertrauen ab sein Hort sein, ab wird immer er wird bedürftig sein, dort wird er. Dort wird er haben, wenn er ab diesen Hort vertraut. Wir fingen in Psalm 34 verstehen, fingen wie, das sagst du, fürchtet dem Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Und dann fingen wir in den nächsten Versen von 3-5, wo er uns versorgen wird. Wir fingen durch eine ganz besondere Versorgung. Im zweiten Vers sagt er, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Du fängst wie in der Vers, dort wie aus seinem Schub, wie kann Ruhe haben. Wie kann Amavara, sagt er, du wehrt uns auf eine grünen Aue und führt uns zum frischen Wasser. Er lädt uns nicht bloß bei der grüne Gras vorbei. Aber er lässt uns werden, er lässt uns ausfreuen und er lässt uns erfrischen. Und ich denke, das kann wir als Kinder Gottes sehr klar erfahren in sein Wort, in der Gemeinschaft mit ihm im Gebet und auch in der Gemeinde mit unseren Kinder Gottes, wo wir diese Erfrischung und diese grüne Welt immer wieder können finden, wenn wir von uns kommen. Vielleicht müde sein, aber manchmal vielleicht müde sein, oder was immer, dann kann ich immer wieder in diese Stadt gehen, in sein Wort, und mit einer Gemeinschaft haben, und dann kann ich immer wieder neue Kraft kriegen, und uns erquicken. Und dann fingen wir in der dritten Vers, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Hier fingen wir seine Führung, sehr klar. Das sage ich, er führt uns ab dem rechten Weg, aber nicht am uns halten. Das wird er durchwählen, am seinen Namen ihr zu merken. Führt er uns ab dem rechten Weg. Und in den nächsten Vers Feuer, und wenn ich auch im finsteren Tal wandere, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Hier fing wie wird ganz besonders, in besonderen Traus. Eine andere Übersetzung sagt, und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten. Mir wird interessant, ich fange einen Gedanken von einem Schreiber, was über das schreibt. Er sagt, wenn wir ein Tier sein, er wird immer für den Schatten haben wir doch nicht Angst. Das wird wie das bloß ein Schatten. Und wenn du in Schatten erst, dann musst du irgendwo Licht sein. So, wenn wir durch ein Tool von Todes Schatten durchgehen, dann erst das bloß, der Tod erst du bloß durch den Schatten. Wir dürfen nicht Angst haben, für den Schatten dürfen wir nicht Angst haben. Und das andere Ding ist, wir wollten dort, du schienst ein Licht, du wehst in Jeff dort Schatten. Wir können ab das Licht kicken und wir können durch jeder Tool, wo wir durchgehen, dann können wir uns ab am rechnen und wir können sehen, daraus immer wieder fangen. In sein Stock, wo er uns tragwiesen wird, in wo er uns leiden wird. In dem fünften Vers fingen wir, du bereitest für mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir Überfall ein. Wir fingen, dass er schenkt in Fülle, wo immer wie Brücken down. Er merkt für uns in der Schreit im Angesicht von unseren Feinden. Wenn wir uns das verstellen down, wenn wir uns bis verstellen down, ein Volk würde mit seinen Feinden vielleicht vor dem Krieg sein, oder würde im Krieg sein, oder was immer, dann können wir uns nicht verstellen, dort danach würden den Dash abstellen und würden ich mal durch sozusagen vielleicht Gemeinschaft haben um das oder was immer. In diesem Fall können wir hier handelt sich dort das geht hier ganz
wo man sagen, ganz leise und ganz ruhig getrost. Das sage ich, im Angesicht meiner Feinde merke ich den der Schreu. Das kann dann sein, was immer das für Umstände sein. Heu schenkt uns Überfall, was immer wie bedürftig sein. In einem letzten Fall sage ich, dass Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen. Und ich werde immer da im Haus des Herrn bleiben. Durch habe ich eine Aussicht sein, all hier für das Leben, auch für das Zukunft leben. Wir können wollten nicht immer fragen, was Gott ans Wort fehlen, wo Gott ans Wort fehlen, wo wir können uns eins sicher sein, dort ans Wort in dit Leben Barmherzigkeit folgen, in Gottes folgen. Ich denke dann an Römer 8, Vers 28, wo es sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wir können nicht immer verstehen, wo Gott seine Wege sind, wo er uns fehlen wird, wo wir können uns nicht sicher sein, wenn wir in Amt leben, in wie am Vertrauen und dann wird er uns immer fehlen, so dass das für uns wird zum Besten sein. Und danach der letzte Gedanke, und ich werde immer da im Haus des Herrn bleiben. Dort ist auch eine Tosei, dort wie für immer können, wie am Bleiben. In Johannes 10, Vers 28 fing wir, wo Jesus sagt, in den selben Kapitel, wo er sagt, dass heute Gott erhor ist, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist eine Tosei, was wir haben, was Jesus sagt, er wird seine Schub ewiges Leben geben, und keiner wird ihn an seine Hand retten können. Und hier zum Schluss jungert mich über einen Gedanken, Johannes 10 zu nehmen, was wir finden, was Jesus sagen wird. Johannes 10, Vers 27, Vers 29. Er sagt es dort, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden niemals umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als ich, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Wie fing hier eine Bedingung, wo das Brücken dort, am dort wie diese Aussagen, was hier in diesem Psalm geschrieben sind, dass die über uns teilen dürfen. Dann bringt das, dass wir seine Stimme hören dürfen, dass wir alle Tage und ständig bei ihm bleiben und seine Stimme hören dürfen und ihm folgen dürfen. Wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist, was das Brücken dort, damit wir diese Dinge, die wir uns haben, bekickt. Das gehört auch, was wir können haben, in dieser Versorgung, was wir uns angekickt haben, du im Psalm, in dieser Aussicht auch für das Leben und auch für unsere Zukunft. Was wir das können haben, brückt das, damit wir am Fürchten und wir am Bleiben und am Nufallen. Gut, was so weit, werden wir noch ans Haupt neigen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns hört bist, wir danken dir, dass du hast gesagt, dass du uns versorgen lässt und dass wir bei dir können sicher sein, auch was immer du im Leben passiert, wenn wir bei dir bleiben und wie die nur fallen dürfen und ab deine Stimme horchen dürfen, dann können wir uns sicher sein, dass du was uns fehlen und du was uns versorgen, was immer du was in das Leben kommen, Herr. Du danke dir für, Herr, und ich bete, dass du das wirst in uns Leben so merken, dass du durch uns rückgehen und andere Menschen, dass das können sein, dass wir ein Hör haben, wo du uns lernen und führen, Herr. Und dass du zu beitragen und dass dein Reich gebeten wird. Amen.